So. Da kommt schon. So, machen wir alles kaputt, ja. Alles kaputt. Lass uns das mal was finden. Der ist ja eh schon gedrückt. So, gucken wir mal hier. Vielleicht muss ich mal außen rumfahren. Das könnte natürlich auch eine Idee sein. Wie können wir denn die Federn nicht eingesammelt haben? Ich sehe immer noch nichts. Falsche Taste gedrückt. Jetzt hätten wir uns glatt wieder verwandelt hier. Okay, also ich sehe gar nichts. Ich schwimme nur mal außen rum. Ansonsten gucke ich noch mal rein und wenn ich dann nicht sehe, dann lassen wir es erstmal. Das ist auf jeden Fall so drin, dass ich was sehe. Ja, hier ist auch nichts. Das ist schon merkwürdig. Das ist schon leicht merkwürdig. Okay, dann gucke ich jetzt mal rein. Wenn dann, nun nicht. Ja, ja, ich höre es doch. Aber wo denn? Wo denn? Huch, was machst du denn dort? Mann, geht. Du bist jetzt immer auch hochgekommen. Na egal. Nee. Ist auch nicht. Kann ja nicht sein. Was soll denn hier ein Geheimnis sein? Oh gut, egal. Mal nochmal gucken. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, dann zu der Insel. Ich glaube die Roboterinsel war es, ja. Das Portal nehmen, das sollten wir auch ziemlich easy dahin schaffen, ja. Ja. Mal genau davor gelandet. Da, wir können jetzt noch losfliegen. Ja, komm mal. So. Und Kratos war doch dann hier irgendwo. Hallo? Ja, aus Prinzip, Leute. Hier ist auch noch irgendwo ein Geheimnis. Rechts von uns.
Ja, aber das ist ja nicht das Geheimnis. Gott, das ist ja nicht das Geheimnis, oder? Irgendwo in die Richtung. Ich höre es gar nicht mehr. Ich höre es gar nicht mehr. Na gut, dann gehen wir zu Kartos. Ja, mit Kabel noch hinten fahren, aber ich befürchte, dass es echt schwer wird. Okay, mein Freund, los geht's. Hi Kartos, in diesem Weltraumbuch hätte ich nicht mit dir gerechnet. Oh, Grüße, Kumpel. Nachdem ich alle meine Edelsteine in diesem Casino verloren hatte, kam ich hierher, um Gold abzubauen. Wie das wohl gelaufen ist? Wie wäre es, wenn wir diese niedrige Schwerkraft nutzen und eine Runde drehen? Ja, das tun wir. In einer ganz kurzen Pause. Machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Oh, dann fallen wir nämlich die Ellenbogen ab und die Arme. Also wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Also ich kann die Pause noch gerade wundern, dass man mich gesehen hat. Es tut mir leid. Sorry. Aber wir fahren die Strecke nochmal. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Ah, letztens nicht gekriegt, aber egal. Aber jetzt hier hoch. Ah, 2 mitgenommen. Ah, jetzt können wir keine Turbo machen. Doch, können wir. Ah, jetzt schießen müssen. Verdammt. Wir müssen echt so viel wie es geht mitnehmen. Hier stört mich ein bisschen, dass die. Die Anzahl und dann verschwindet und wir hören jedes Mal geheim. Nee, nein, warum schieße ich denn nicht? Ja. Komm schnell! Na, verdammt. Okay, wenigstens einen ohne welche zu verlieren. Und noch einen zweiten ohne welche zu verlieren, das ist sehr gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob es oben mehr. Ah, warum schieße ich denn nicht? So, oben könnte es. Was? Oh. So bin ich jetzt nicht hoch? Haben wir überhaupt kein Gold mehr hier mitgenommen. Shit! Okay, dann werden wir die Runde wohl noch ein zweites Mal sehen. Noch ein drittes Mal. Ach, warum sammelt er die denn nicht ein? Na, wieder zu spät. Das. Noch gar kein mitgenommen. Mann! Oder ein Gold nimmt? So viel Strecke ist ja jetzt nicht mehr. Oh, komm schon, wir haben doch. Oh ne, wir haben viel zu viel verpasst. Das falsche. Ach guck, was war das denn? Hat einfach. Wir haben die doch berührt. Leila hat sie mit ihren Ohren berührt. Das habe ich genau gesehen. Oh, Mann. Okay, der war viel schlechter als gerade eben. Bei dem Versuch es besser zu machen. Okay, okay.
Wir brauchen echt, ich habe das Gefühl, wir brauchen wirklich fast jeden, ne? Oh, er hat ihn wieder nicht eingesammelt. Mann, von hier aus resetten? Neustarten? Nur da. Ach, lol. Das jetzt beim letzten, ne? Jetzt beim letzten krieg ich mir das mit, aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir ihn eingesammelt. Jawohl, jetzt haben wir hier auch alle eingesammelt. Nein! Die kriegen wir alle so. Die kriegen wir fast alle. Die kriegen wir alle. Die kriegen wir alle. So, hier müssen wir auf die Biene hüpfen. Jawohl. Ja auch. Einfach auf die Biene rollen. Schießen. Und noch was einsammeln. Jawohl. So, jetzt ist gerade aus. Bremsen, 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 bremsen. Hier ist aus. Bremsen, 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 bremsen. Nein, 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 nein. Ja. Hier, einer kommt noch. Bremsen, 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 bremsen. Ja. Ohne welche zu verlieren. Hier. Bremsen, nicht springt. Hier probieren wir mal oben. Da gab es einen goldenen. Den gibt es unten nicht. Immer noch einen. Ja gut, einen. Ich hätte gern zwei gehabt, aber gut. Einer ist besser wie nichts. Ach, wieder. Bloß einen dort mitgenommen. Und vor allem keine verlieren. Das wäre jetzt besonders ärgerlich, denn wir sind schon... Hey, oh, wir haben es wieder verpasst. Nein. Ah, fuck. Okay, das dürfte eigentlich schon reichen. Ja. Das reicht so. Auch mit... Warum die 175? Oh. Nein! Oh. Dachte ich, wir hätten wieder... Ja, da kommt ein! Drüber, drunter, daneben, vorbei! Links, rechts, ihr seid alle bescheuert. Aber gut, wir haben es geschafft. Oh, tut der Hintern weh. Wow. Manometer. Schon wieder ein Erfolg. Ich muss zugeben, die Fahrt mit euch hat ein paar goldene Erinnerungen geweckt. Aber hallo. Arten waren fast gut genug für meine Top 100 aller Zeiten. Das hat Spaß gemacht. Gott, hoffentlich schaffst du es auch in den nächsten Teil. Die würden doch nie so eine erstklassige Nebenfigur wie mich aus dem Spiel nehmen. Nein. Würden die nicht. So, uns fehlt der Rote. Aber da ich wirklich null Plan habe, wo der ist und wie der Blödsinn mit dem Schwein funktioniert. Machen wir mal den hier. Brauchen wir ja nicht zurücklaufen. Das ist Blödsinn. Weil während des Lädt kann ich schon immer ganz fix zum Schluss trinken. So, und dann können wir uns jetzt Kapital B vornehmen. Oh yeah. Oh ja. Die Worry Towers. So, mein lieber Freund. Was sagst du jetzt von wegen 100 Pages, Alter? 104. 104. Die beste Zahl, die es gibt. Das ist die optimale Zahl, um uns mit ihm anzulegen. Da hat er ja praktisch schon verloren. Aber wie geht das hier? Wie geht das? Müssen wir doch irgendwie abschalten? Ja, ja, ja. Das kennen wir ja schon. Aber wir kommen doch nicht hinter. Entweder brauchen wir irgendwo Kanonenkugeln. Oder wir müssen irgendwie abschalten.
Na, meine Freunde? Oh, ob der Laser die auch angreift? Komm, lauf mir mal hinterher, Kollege. Hey, er soll mir hinterherlaufen. Hallo? Kommt der mir nicht so weit hinterher, oder? Komm. Uah! Ah, ja, ja, ja. Doch, jetzt rennt er nicht wieder so weit weg. Ich will wissen, ob der Laser dich angreift. Nee. Was? Um 80% zugenommen? Oha, der Laser soll den treffen. Komm, Laser. Ach, dann halt nicht. Dann halt nicht. Wir haben versucht werden. So, meine Freunde. Wir haben eure 100 PGs. Ah, Ding Dong. Ich kann mich nicht erinnern, eine Türklogge installiert zu haben. Was wollt ihr zwei diesmal? Ein halbes Kilo Feugras oder mein Buch zurück. Ihr habt die Wahl. Was will Lena da haben? Ein halbes Kilo Feugras? Hatte ich euch beiden nicht schon gesagt, ihr sollt verschwinden? 100 gesammelt, Pages kaufen euch ein wenig Zeit mit mir und meinen Stachel, aber bis dahin schwört ab. Hören Sie mal, Sir, Sie haben haufenweise Pages für das ein Buch gesammelt. Vielleicht sollten wir sie hochlassen. Quack, quack, hören Sie auf, mich anzuwinkern. Was anzuzwinkern? Ich fühle mich zwar geschmeichelt, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Ihr zwei, gute Arbeit bei der Pidgey Quest. Warum kommt ihr nicht hoch und versucht eine friedliche Übernahme eures geliebten Buches? Bin ich ja mal gespannt. Können wir einen Screenshot machen, wenn wir den Hibori Tower aufhaben? Was ist denn das? Abkürzung zur Welt 2? Okay, da waren wir da schon? Ja, klar, der Knopf ist ja schon gedrückt. Okay, dann will ich jetzt mal. Ich will jetzt fliegen. Ganz easy und so. Ich hätte gerne eine gute Stelle, um einen Screenshot zu machen. Hä? Ja. Easy! Entschuldigung. Ich wollte euch nicht stören. Den Hibori Tower hier drauf. Wenn ihr glaubt, die bisherigen Herausforderungen seien schwierig gewesen, dann wartet nur, bis ihr meine Prognose für das vierte Spielquartal seht. Ja. Jetzt benehmt euch. So. Ich hab einen Fleck auf dem Monitor. Nimm abkratzen. So. Und ab geht der Peter. Kapital B. Jetzt lädt das Buch nicht klauen sollen. Jetzt machen wir, was er will. Ah, ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's so gewusst. Willkommen zur Bonusrunde. Ich bin und bleibe Dr. Quack, der Moderator. Was? Du hattest doch gesagt, die Quizze wären vorbei.
Ich habe gelogen. Wie üblich gibt es 10 Fragen. Moment, ich suche gerade hier bei mir was. Ja, warte, warte. So, wie üblich gibt es 10 Fragen und nur 3 Leben. Aufgepasst, liebe Kandidaten, diese Fragen sind besonders schwierig. Du Arsch. Du Arsch. Okay, die stinkende Kneipe in der Leonengalaxie. Wer ist hinter? Die stinkende Kneipe? Der Leonengalaxie, da waren wir doch gerade drin. Was für eine stinkende Kneipe? Wer ist hinter den Gittern eingesperrt? Achso, Peachy. Ja, yeah, Peachy. Huch, das war eine die schwierigste Frage. Klar, das hat er erst einmal rausgeholt. Verflixt und zugenäht. Eine super schnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Wir dürfen keine schnellen Antwort geben. Ich will viele Fragen sehen, ehrlich gesagt. Weil ich finde das cool. Diese fadenscheinigen Schmetterlingsschübe, wie viele habt ihr bisher gestohlen? Was? Schmetterlingsschübe? Ich glaube 4. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schummeln. Achso, ja, unser Bonusleben meint er. Nummer 4, da fehlen uns 2. Kapital B und Joker, wer würde einen Kampf gewinnen? Was? Kapital B und Joker, wer würde einen Kampf gewinnen? Der Atembombe will, der Schwächling Joker. Okay, es gäbe ein unwahrscheinliches Unentschieden. Ich sag mal Kapital B. Ah, ihr habt auf Jokopedia nachgeschaut, nicht wahr? Ja, ja, genau, genau. Das haben wir gemacht. Da war doch klar, dass er seinen Chef will. Als Antwort, die Galeonengalaxie. Wie viele Pages waren zum Freischalten nötig? 12. Sapperlor, die Fragen sind eindeutig. Ich glaube, jetzt war ich zu schnell. Oder? Ich glaube, wir haben gerade einen übersprungen. Dieses Bild, welche Welt zeigt das? Das ist die dritte Welt. Aber da beginnt Sumpf. Mist, ihr habt die Antwort bestimmt abgelesen, als ich sie in meinem Glas spiegelte. Ich war schon wieder zu schnell. Verdammt. Der betrügerische Händler Drowsers. Was wurde angeblich nach ihm benannt? Ein Berg, eine Bekleidungsmarke? Eine Währung. Ich glaube Klamotten, oder? Erbärmlich, die Fragen sind übrigens im Internet zu finden. Ja, dankeschön. Hä, aber hat er nicht irgendwas von Unterhosen erzählt? Dieses Bild, welche Welt zeigt es? Stammblock, Galundasi, Trauer und so. Das sind glaube ich Stammblock-Tropen. Weil für den Sumpf war es zu dunkel und die Galaxie definitiv nicht. Ja, damit haben wir es doch schon. Schade, ich glaube, wir haben wieder 2 Fragen übersprungen. Unmöglich, ihr habt das letzte und schwierigste Schnellfeuer-Quiz bestanden. Was gewinnen wir? Ein Stück Schinken? Ein paar hübsche Teller? Also nicht länger abhalten, euch dem Boss zu stellen. Ihr werdet euch ohnehin nur eine richtige Klatsche holen. Wieso? Nicht weiterlaufen! Lena, nein! Ich wollte mich da umgucken. Joka. Ja, sehr Joka. Sie ist Lena. Auch wenn ich keine weibliche Stimme mache, ich vergesse das immer. Deswegen habe ich es gleich sein gelassen. Kapital B's Büro. Endlich, ich war gerade dabei, das Büro abzuschließen und auf den Golfplatz zu gehen. Ich bin Joka und dies ist Lele. Wir wollen unser Buch zurück. So, ich will immer weiter drücken. Ich weiß, wer ihr seid, du grüner Gauner. Ihr seid die beiden, die magische Peachies sammeln. Für mich. Und jetzt habt ihr sie mir direkt frei Haus geliefert, Narren. Es war schrecklich langweilig, euch zu erlauben, euer Abenteuer zu beenden. Aber jetzt werden wir es ein für alle Mal beenden und unsere finsteren Pläne in die Tat umsetzen.
Wenn ihr diese Peaches wollt, werdet ihr uns sie wegnehmen müssen. Also gut, ihr wollt eine feindliche Übernahme? Versucht mitzuhalten, ihr komischen Kerle. Ey, das ist Dr. Quark umgeschmissen. Was soll das? Ein Screenshot machen. Wir haben ja jetzt hier scheinbar Zeit. Oder? Wo ist der hin? Hä? Warum klingt Dr. Quack wie eine Quietscheente? Ja. Ja. Er hat überall Goldstatuen. Oh, wirklich, er hat eine Tasse, wo sein Gesicht drauf ist. Den da drauf. Der Boss. Ja, geht klar, ne? Der Boss. Hey, Quack. Ich kann meine Beine nicht spüren. Ach, Moment. Da fällt mir ein, dass ich sie schon vor Jahren entfernt habe. Aha. Okay. Gibt's hier noch was in seinem Büro? Also schnell kommen wir ja, glaube ich, nicht mehr hin, oder? Nehmen wir die Boss-Taste mit rein? Ah, nicht ranzoomen. Es tut mir leid, aber der Screenshot-Wahnsinn bricht gerade wieder aus bei mir. Ja, genau. Davon ist ein Screenshot, wie der sich aufregt. So, gut, jetzt geht's weiter. Wir fahren doch in den Kronleuchter rein. Dummköpfe, ich kann kaum glauben, dass ihr mir in meine persönliche Pulverisierungskammer gefolgt seid. Ich glaube, auf dem Vorstuhlknopf stand Treibwochenlager. Euer Hausfriedensbruch findet hiermit ein Ende. Schäbiges Duo, ich werde euch überflüssig machen. Und die Pages werden mir gehören und mit ihrer Macht wird unsere Organisation die Geschichte neu schreiben. Macht euch bereit für mein beeindruckendes, kurzfristiges Wachstum. Kapital B. Durch Crowdfunding finanziertes Konzern irgendwas. Wahrscheinlich Monster. Das Tonikum stand nicht auf wen. Dies Getränkekarte. Lass uns den Typen eine Lektion erteilen, Lele. Ja. Komm ran. Jetzt wird gekämpft.